E-Mail-Marketing-Kampagne für deinen Follow-up-Funnel. Meist wird eine E-Mail-Kampagne für einen Sales-Funnel als sogenannter Follow-up-Funnel erstellt. Bedeutet so viel, wie dass hier die kalten und warmen Leads hingeführt werden, um sie weiterhin zu kontaktieren, bis sie dann doch irgendwann zu Kunden werden. Getreu dem Motto 10 Kontakte bis zum Kauf. Im E-Mail-Marketing-Modul von Odoo 15 Community kann man nicht nur seine Mailinglisten und Mailings erstellen und verwalten, sondern auch praktische Kampagnen wie eben zum Beispiel für einen Follow-up-Funnel anlegen. Es ist auch möglich, A- und B-Tests durchzuführen und man kann sich sofort und live die Leistung seiner Kampagne anschauen. Wer nicht so designbegabt ist, kann den Link unter diesem Video klicken. Er führt zu einem Mass-Mailing-Theme-Modul auf odoo.com von einem Drittanbieter. Die Installation kann man entweder selbst vornehmen, durch den Odoo-Partner oder auch durch meine Green Footprints Technology. Aber mal ganz ehrlich, ihr schafft das bestimmt auch so. Übrigens, das benötigte Doppel-Opt-in ist bereits Standard in Odoo 15. Ziele dieses Kursabschnittes werden sein, wir werden lernen, wie man im E-Mail-Marketing-Modul eine Kampagne anlegt und einrichtet. Wir werden die E-Mail-Vorlagen durchgehen und lernen, wie man damit eine E-Mail erstellt. Wir werden verschiedene E-Mails in einer Kampagne einbinden und wir werden lernen, wie man eine E-Mail-Kampagne versendet und auswertet. So, wir legen los. Übrigens, für diesen Lernabschnitt solltest du folgende Odoo-Module installiert haben, falls noch nicht geschehen. E-Mail-Marketing und den Website-Builder. Los geht's!